Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben eine neue Toybox zugeschickt bekommen. Und was da für die Kinder drin ist, das gucken wir uns jetzt erstmal zusammen an, bevor es dann an die Kinder geht, bespielt wird und ihr dann nochmal eine Rezension von mir gesagt bekommt, wie ich das Spielzeug in der Toybox finde. Wir haben hier zuallererst etwas, was ich noch nie gesehen habe, überhaupt noch nicht kenne, und zwar Aquagels. Also das ist was zum Basteln, wo man sich so seine eigenen Tierchen mit kreieren kann. Das ist das Deluxe-Set, das ist alles von Simba. Das sind die Tiere, die jetzt zum Beispiel in meiner Box drin sind, nämlich an. Und dazu ist dann hier noch wahrscheinlich ein Ergänzungsset. Genau, ein Nachfüllset-Spezial mit Glitterfarben. Also auf das Ding bin ich mega, mega, mega gespannt. Da freue ich mich drauf, das auszuprobieren. Dann haben wir noch folgendes Gesellschaftsspiel. Da bockt der Bär. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich wollte gerade mal gucken. Ah, hier. Das ist ab 5 Jahren für 2 bis 5 Spieler. Dauert ungefähr 20 Minuten. Das ist also ein Spiel für mich und Vin zusammen. Das wird noch nichts für Svea sein. Dann haben wir, oh, so geil, so genial, gerade jetzt für die Zeit, mega Bubble Fun. Also man hat hier die Utensilien und mit dieser Gerätschaft da kann man dann seine Seifenblasen machen. Oh, das probieren wir, glaube ich, heute Nachmittag sofort aus. Das ist ja geil. Und dann das hier noch, das finde ich auch super schön, jetzt für den Sommer und weil wir ja viel zu Hause sein müssen, Squab. Das kennt man vielleicht noch von früher, da war das so ähnlich. Hier seht ihr so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Das ist ab 6, ist also auch definitiv schon was für Vince. Und das ist schön, so um die Koordination und so ein bisschen zu schulen. Finde ich das mega klasse. Kann man auch klasse im Park dann spielen. Das ist, ne, so leicht mitzunehmen, das ist nicht irgendwie groß, schwer, sperrig. Cool. Ich freue mich auf jedes einzelne Teil, das die nächsten Tage und Wochen mit den Kindern auszuprobieren. Und das war so klar. Ich lasse dir den Karton hier stehen. Bitteschön. Bitteschön. Das ist nur zu uns gekommen, damit du wieder einen leeren Karton hast, in dem du was auch immer tun kannst, mein Schatz. So, und heute möchte ich nun mit euch den Inhalt der Toybox besprechen. Wir haben so einiges ausgetestet und ich gehe einfach mal so der Reihe nach durch, wie wir was wie gefunden haben. Also diese Aquagels, dieses große Set, davon war ich ja mega begeistert, als ich gelesen habe, um was es geht, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, dass man sich halt mit Hilfe von Gel in so Flaschen, könnte man vergleichen mit Window Color von früher, mit so einem Gel, das man in Formen presst und dann, das dann in eine Wassermischung gibt, dass sich da Formen lösen. Fand ich eine super klasse Idee und Svea war auch sofort davon begeistert. Leider hat das Ganze null funktioniert. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und wir haben es nicht nur einmal probiert, aber diese Figuren wollten einfach nicht zusammenhalten und haben auch keine Figuren ergeben. Also sie haben sich schon aus der Form gelöst, aber haben dann einfach ihre Form verloren. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Es hat halt leider bei uns überhaupt nicht funktioniert, obwohl ich die Idee dahinter eigentlich gar nicht so schlecht finde. Also Aquagels war leider nicht zu empfehlen. Dann war ja diese Seifenblasenfahne dabei und das ist ein mega geiles Teil. Also meine Kinder oder beziehungsweise wir ganz besonders stehen halt auch extrem auf Seifenblasen. Das war halt einfach mal wieder eine andere Art. Man hat halt diese Seifenblasenflüssigkeit, sage ich jetzt einfach mal, in ein Schälchen gegeben und dann diese Fahne da einmal durchgestrichen und konnte dann wunderschöne, viele große Blasen damit machen. Also das sind auch wunderschöne Fotoaufnahmen damit geworden. Wenn das mal jemand vorhat, kann ich tatsächlich auch sehr empfehlen. Also das hat wirklich großen Spaß gemacht und hat auch gut funktioniert. Man hat halt 2 Päckchen Flüssigkeit dabei. Ein Päckchen Flüssigkeit war auch wirklich in 10, 15 Minuten tatsächlich aufgebraucht. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich es hinbekomme, mir diese Flüssigkeit selber zu mischen. Also klar schafft man das, man muss halt nur die Mischungsverhältnisse herausfinden und was man am besten dazu benutzt. Das ist jetzt so unser nächster Schritt. Das will ich auf jeden Fall versuchen, weil das hat mir tatsächlich sehr, sehr, sehr gefallen.
Und zwar die Seifenblasenfahne. Also ich verlinke euch auch nochmal alles unten in der Infobox, dass ihr das dann besser finden könnt. Dann war ja dabei dieses Fangspiel, hier dieses Squab. Ich hatte erst was anderes erwartet, und zwar das, was wir so von früher kennen. Und zwar, wartet, also hier ist übrigens ein Riegel, den muss man erstmal aufstellen und dann geht das Ganze erst auf, ganz praktisch. Und die, weiß ich nicht, ich nenne es jetzt mal, keine Ahnung, Handschuhe bieten auch immer Platz, um die Bälle zu transportieren. Das ist schon mal gut durchdacht. Ich hatte erst gedacht, das ist hier diese Klettfangspiele, die wir so früher als Kind hatten, wo dann einfach die Bälle auch hier an der Oberfläche geklettet haben. Das ist in dem Fall jetzt nicht so. Also man legt sich den Ball halt hier rein und muss es dann nach oben schleudern und der andere muss es dann halt auch wieder so auffangen. Das ist ein bisschen tricky, aber Vince hat es so, ich würde sagen, in 10, 15 Minuten tatsächlich geschafft und auch hinbekommen. Man hat hier, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, hier kommt jetzt zum Beispiel der Daumen rein, dann wird es auch festgemacht und hier kommen die anderen Finger rein und es wird festgemacht. Also das ist wirklich tatsächlich sehr gut. Es ist auch sehr handlich, also es ist nicht groß. Wir nehmen das auch gerne unterwegs jetzt mit, so im Park oder so, und dann hat man das schnell mal dabei oder es liegt halt einfach im Auto, wenn mal irgendwas ist. Das finde ich eigentlich ganz cool und das ist halt so ein Spiel, was wirklich die Augen-Hand-Koordination trainiert. Fürs Wehr ist es noch nichts, also Vince mit seinen 6 Jahren, fast 7, für den ist das optimal. Also das ist was ich sehr empfehlen kann. Uns ist auch noch kein Ball oder irgendwas verloren gegangen, hier sind 4 Bälle dabei. Also dieses, wartet, Squab-Fangball-Spiel kann ich tatsächlich von Herzen sehr empfehlen. Also das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und zum Schluss habe ich mir spontan etwas überlegt. Und zwar hatten wir ja noch dieses Brettspiel, nenne ich es jetzt einfach mal so, da bockt der Bär. Ich zeige euch das mal so ein bisschen näher. Und zwar, warte, wo ist das? Ah, hier. Also das ist ab 5 Jahren für 2 bis 5 Spieler und dauert circa 20 Minuten ein Spiel. Ich lese euch mal noch vor, was hinten steht. Startfrei zum Querfeld einschlemmen. Ein kurzer Dreh an der Spielfigur, schon knabbern sich Maus, Bock und Bär durch süßen Mais, deftigen Kohl und saftige Beeren. Ob deine Mitspieler auf Tatzen, Hufen oder Pfoten rennen, entscheidest du. So sieht das dann ungefähr aus. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja tatsächlich das große Glück, dass meine Kinder seit gestern erstmal wieder in den Kindergarten gehen dürfen für ein paar Stunden, aber ich weiß, dass es bei vielen von euch einfach nicht so ist. Und ich habe selber in den letzten Wochen viele Puzzle, Kartenspiele, Brettspiele neu gekauft, um einfach hier zu Hause die Zeit schön gestalten zu können. Und deswegen habe ich gedacht, weil wir das Glück haben, erstmal wieder in den Kindergarten zu dürfen, möchte ich euch eine Freude mit diesem Spiel machen. Ich habe das Spiel nicht ausgepackt, ich habe es nicht ausprobiert, glaube aber, dass das eine coole Sache ist und möchte das gerne an einen von euch verlosen. Das heißt, wenn ihr das Spiel Da bockt der Bär gerne gewinnen wollt, ich verlinke euch das auch nochmal unten in der Infobox, wenn ihr euch das nochmal genauer angucken wollt, dann schreibt mir gerne unter dieses Video einen Kommentar, ich möchte gewinnen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann lose ich das Ganze aus und mache dann hoffentlich einen von euch mit diesem Spiel glücklich. So, das war die Toybox. Vielen Dank an Simba, dass wir die Sachen testen durften. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Glück bei der Verlosung. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!